Okay, an diesem heutigen Thema liegt mir so viel am Herzen, denn es ist ein Thema, das so viele Menschen beschäftigt. Nicht nur mich in meinem Beruf oder andere Leute im selben Beruf wie ich als Lehrperson, sondern in ganz, ganz vielen Berufen. Die Frage, wie dass man glücklich wird in seinem Beruf, was man tun muss, wenn man nicht glücklich ist in seinem Beruf. Denn in Umfragen zeigt sich immer wieder, dass über die Hälfte der Befragten unglücklich oder komplett unglücklich mit ihrer Arbeit sind. Dann ist die Frage, was tut man damit? Die eine Option ist natürlich einfach die Arbeit zu wechseln, aber vielleicht hat man andere Gründe, weshalb man die Arbeit nicht wechseln will oder kann. Und dann ist die Frage, was man damit tut. Was offensichtlich ist und was unsere Schule und unser Gesellschaftssystem uns beibringt, ist, du wirst dann glücklich bei der Arbeit, wenn du Arbeit hast, die dir Spaß macht und dich interessiert. Und das ist absolut logisch, das ist wichtig und ist auch wirklich wichtig, dass wir daran interessiert sind und Spaß haben an der Tätigkeit. Aber es gibt ein ganz grundlegendes Problem mit dieser Denkweise. Und zu diesem Punkt werde ich dann beim allerletzten meiner drei Perspektiven kommen, warum diese Denkweise in eine Sackgasse führen kann. Viele Ideen stammen aus diesem Buch, The Happiness Advantage von Sean Acker. Es gibt es leider nur auf Englisch, nicht auf Deutsch, aber es gibt auch noch ganz viele andere gute Bücher, die über genau die gleichen Themen sprechen. Okay, jetzt kommen wir zum allerersten Punkt und das ist, die Beziehungen zu deinen Mitarbeitern zu pflegen. Sei es zu den Leuten, die mit dir zusammen im Team arbeiten, die vielleicht für dich arbeiten oder mit deinen Chefs, mit deinen Vorgesetzten. Wenn du die Beziehungen mit den Leuten pflegst, mit denen du täglich zusammenarbeitest, wirst du viel motivierter und freudiger zur Arbeit gehen. Auch in diesem Buch hier beschreibt Sean Acker, wie das Beziehungen, die positiv sind, Leute, auf die man sich freut, Glücksgefühle auslösen können, wie Dopamin, Serotonin, was zwei der wichtigsten von unseren vier Glückshormonen sind in unserem Körper. Und die können auch dazu beitragen, dass beispielsweise Stress abgebaut wird und dass einfach das allgemeine Wohlbefinden und die Gesundheit unterstützt wird. Und das ist bestimmt etwas, das du bereits realisiert hast. Lieber einen Beruf zu haben, in dem man tolle Leute hat, als einen Beruf zu haben, der vielleicht eine extrem interessante Tätigkeit hat, aber die Leute, mit denen man zusammenarbeitet, wirklich katastrophal sind. Das sieht man ja auch im Schulsystem. Viele Schüler kommen eigentlich nicht gerne zur Schule, aber schlussendlich sind sie dann doch irgendwie ganz zufrieden, wenn sie da sind, weil sie viel Zeit mit ihren besten Freunden dort verbringen können. Du musst auch nicht beste Freundschaften mit allen aufbauen. Man sucht sich die Leute aus, mit denen man auf der gleichen Wellenlänge ist, versucht, in diese Beziehung zu investieren, damit man wirklich sich täglich freuen kann, die Leute zu sehen, die man mag und zu schätzen weiß bei der Arbeit. Für mich ist ein wunderbares Beispiel, das ich täglich sehe, ist am Zürcher Hauptbahnhof. Da gibt es ganz verschiedene Geschäfte, die im Untergrund sind, also wirklich dort, wo kein Sonnenlicht des ganzen Tages, nur dieses LED-Licht. Und es gibt einen Kiosk, da arbeiten die Leute auch den ganzen Tag ziemlich hektisch und die meisten von denen sind wirklich sehr unglücklich, das sieht man denen an. Da kommen alle 5 Sekunden neue Kunden hin und so weiter. Aber dann gibt es noch ein anderes Geschäft, das ist ein Supermarkt und das ist eigentlich praktisch genau gleich hektisch. Der Laden ist zwar größer und es gibt mehr Mitarbeiter, aber bei den Kassen kommen da im Sekundentakt Kunden durch. Aber die Mitarbeiter sind wirklich alle gut gelaunt und man sieht das daran, dass wenn man durch den Flur läuft, dass die Mitarbeiter miteinander spaßen, miteinander quatschen. Während sie da die Regale einräumen, quatschen sie übers Wochenende so und alle lachen. Man sieht sogar, ich habe den Chef dann ein, zwei Mal durch die Gänge laufen sehen in diesem Supermarkt und der ist genau gleich, der kümmert sich um die Mitarbeiter, schaut, dass es ihnen gut geht und interessiert sich, denke ich mal, so wie ich es beobachtet habe, für sie und nicht nur für gute Arbeit. Und durch das, dass er so dafür sorgt, dass es ihnen gut geht, arbeiten sie umso besser. Gerade in einem großen Hauptbahnhof im Untergrund, wo wirklich 8 Stunden bei LED-Licht verbracht wird und nicht bei Tageslicht. Okay, der zweite Punkt, um glücklicher bei der Arbeit zu werden, ist jeden Tag etwas Neues zu lernen. Und für mich, ich habe das auch schon mehrmals erwähnt, heißt das immer wieder etwas zu lesen. Vor allem Bücher, weil ich dort Bücher auswählen kann, die entweder meine Arbeit betreffen oder vielleicht Menschen betreffen, Sachen, die mich interessieren. Es gibt ja so eine große Auswahl an Büchern und es ist einfach wichtig, das auszuwählen, was einem Spaß macht. In der Schule ist es leider so, dass die meisten Lehrpersonen den Schülern Bücher geben und sagen, ihr müsst diese Bücher lesen.
Und man nimmt vielen Schülern die Freude weg am Lesen, weil man sie zwingt, das zu lesen, worauf sie vielleicht gar keine Lust haben. Ich hatte auch die letzten paar Jahre keine Lust mehr zu lesen, aber seit etwa 2 Jahren habe ich extrem wieder angefangen, Bücher zu lesen, die keine schweren deutschen Romane und so weiter sind. Mich interessieren Bücher über Psychologie, über Menschen, über Teams, wie dass man am besten zusammenarbeitet, über Wissenschaft. Und wenn ich dann täglich etwas Neues lerne, dann kann ich auch diese Dinge anwenden auf meine Arbeit und werde besser bei meiner Arbeit. Ich entwickle mich weiter. Und wenn ich etwas Neues lerne, das ich bei der Arbeit neu einsetzen kann und sehe, dass die Arbeit besser wird durch das, dann bin ich auch viel glücklicher, weil ich sehe, es geht weiter. Ich bleibe nicht stehen am gleichen Ort, sondern ich mache wirklich Fortschritte und entwickle mich weiter. Das Gleiche kann man natürlich machen, indem man irgendwelche Kurse besucht. Es müssen nicht immer nur Bücher sein. Man kann sich immer auf verschiedene Arten weiterbilden. Es gibt auch viele tolle Videokurse oder wirklich einfach Seminare, zu denen man hingehen kann und für sich etwas Neues lernen kann, damit man sein eigenes Leben verbessern kann. So, und jetzt komme ich zum dritten und allerwichtigsten Punkt. Etwas, das ich wirklich erst vor einem halben Jahr richtig verstanden habe, als ich dieses Buch gelesen habe. Und es hat meine Perspektive auf meine Arbeit oder auf Arbeit allgemein komplett verändert. Und zwar betrachte ich die Arbeit vor allem dann, wenn ich gerade keine Lust habe auf eine bestimmte Tätigkeit. In meinem Fall beispielsweise, früher waren es vor allem Aufsätze zu korrigieren von meinen Schülern, Prüfungen zu korrigieren. Das ist wirklich monotone Arbeit in den meisten Fällen und macht keinen Spaß. Und dann ist es manchmal so schwer, sich für so etwas zu motivieren. Also der dritte Punkt ist, wie kannst du deine Arbeit so gestalten, dass du das Leben von anderen Menschen verbessern kannst? Dienen für andere Menschen. Das heißt auch nicht umsonst Geld verdienen, weil es geht nicht nur darum, dass man dann seinen Lebensunterhalt finanzieren kann, sondern man soll ja auch anderen Menschen dienen. Der Kunde ist König. Wenn man sich bei der Arbeit darum vor allem sorgt, dass man die Tätigkeiten tut, damit das Leben von anderen Menschen besser wird, dann gibt das der Arbeit viel mehr Sinn. Also wenn ich Aufsätze korrigiere von meinen Schülern und es kommen ständig die gleichen Fehler, das, Nomen, die klein geschrieben werden, bla bla bla, immer das gleiche Zeug, das ist langweilig. Aber wenn ich es betrachte als, okay, dieser Schüler, diese Schülerin, dieser Schüler, diese Schülerin, ich nehme mir die Zeit, um ihre Fehler zu erkennen und helfe ihnen, weil wenn ich weiß, dass ich ihnen helfe, ihre Rechtschreibung zu verbessern, dann werden sie ein besseres Leben führen können. Denn wenn sie gute Rechtschreibung haben, werden sie sich besser ausdrücken können, sie werden bessere Bewerbungen schreiben können. Wenn sie bei der Arbeit sind, werden sie bessere Arbeit leisten können, weil die Leute sehen, dass keine Fehler bei Texten vorhanden kommen und man vertraut ihnen als Mitarbeiter und so weiter. Also wenn ich meinen Schülern helfe, ihre Rechtschreibung zu verbessern, dann kann ich auch helfen, ihr Leben zu verbessern. Das gleiche gilt für die Mitarbeiter unten im Supermarkt, im Zürcher Hauptbahnhof. Wenn die Mitarbeiter einerseits natürlich gute Beziehungen pflegen, aber auch wissen, okay, wenn wir unsere Produkte, unsere Lebensmittel so aufbauen oder einräumen, dass die Kunden möglichst schnell reinkommen können und zu ihrer Familie nach Hause gehen können und sich so Zeit sparen, dann mache ich sinnvolle Arbeit. Also, welche Tätigkeiten kann ich wie gestalten bei meiner Arbeit, damit ich wirklich das Leben von anderen Menschen verbessern kann? Und das kann man in jedem Beruf machen. Egal, ob man den Müll abräumt von Leuten, dann weiß man, man verbessert das Leben von Menschen, wenn man den Müll wegräumt. Weil wo würde der Müll sonst bleiben? Zu Hause? Das Zuhause fängt an zu stinken? Es wird unangenehm. Also einfach die Arbeit so zu erkennen, welchen Sinn es hat, welche Lebensqualität, dass es von deinen Mitmenschen, von deinen Kunden, bei mir in meinem Fall, bei meinen Schülern verbessert, wenn ich eine bestimmte Tätigkeit mache. Vor allem Tätigkeiten, auf die ich vielleicht nicht so große Lust habe grundsätzlich. Das gibt dem Ganzen viel mehr Sinn. Also um kurz zurück auf das Problem, das ich zu Anfang geschildert habe, zu kommen. Wenn uns die Gesellschaft sagt, wir müssen Arbeit aussuchen, die uns interessiert und Spaß macht, dann ist das grundsätzlich völlig richtig. Aber es darf nicht der einzige Grund sein, der Hauptgrund. Denn wenn uns die Arbeit mal keinen Spaß mehr macht, sei es bei einer bestimmten Tätigkeit oder nach 3-5 Jahren haben wir keine Lust mehr darauf, dann sind wir in einer Sackgasse. Und wenn es nur darum geht, einen anderen Job zu finden, eine andere Nische zu finden, auf die man sich spezialisieren kann, okay, aber dann ist das so dieser Drang nach, ich muss das Perfekte für mich finden. Wir sollten mehr darüber nachdenken, dass
wenn ich dieselbe Arbeit vielleicht ein bisschen anpassen kann oder einfach so ändere, dass ich wirklich signifikant und sehe, dass ich das Leben von anderen Menschen so verbessern kann mit meiner Arbeit, dann gibt es der Arbeit viel mehr Sinn. Gerade wenn ich wirklich vielleicht nicht den Beruf gefunden habe, der unbedingt genau mein Traumberuf ist. Also erster Punkt, pflege die Beziehungen zu deinen Mitarbeitern. Zweiter Punkt, lerne jeden Tag etwas Neues. Und dritter Punkt, diene den Menschen, diene. Wenn du es nur als deinen Job betrachtest, um Geld zu verdienen, dann bist du in einer Sackgasse in manchen Situationen. Wenn du es betrachtest als, ich gehe zur Arbeit um 8 Uhr morgens, auch wenn ich vielleicht mal todmüde bin, aber ich gehe und ich kann das Leben von anderen Menschen verbessern, auf irgendeine Art und Weise mit meiner Arbeit, dann gibt das deiner Arbeit viel mehr Sinn. Okay, damit wäre ich schon auch am Ende. Unten in der Videobeschreibung ist das Link zu diesem Buch oder zu anderen tollen Büchern. Ich kann euch nur empfehlen, jeden Tag etwas Neues zu lesen, sei es in der Bahn, auf dem Weg zur Arbeit, schnell 20 Minuten ein paar Seiten zu lesen, etwas Neues für euch zu lernen oder für eure Arbeit oder für eure Mitmenschen. Es wird euer Leben bereichern. Und die ganzen Argumentationen, wie ich sie hier aufgebaut habe, findet ihr auch in diesem Buch, bestimmt auch in anderen Büchern. Es lohnt sich wirklich, sich hineinzulesen und mit dem auseinanderzusetzen, das für einen persönlich wichtig ist. Denn das ist ja auch ein wichtiger Punkt. Jeder hat eigene individuelle Bedürfnisse und ihr müsst diese herausfinden und an diesen arbeiten, bis ihr das findet, was euch im Leben wirklich wichtig ist. Falls ihr eigene Ideen habt, wie dass ihr selber glücklich bei der Arbeit werdet, schreibt es doch in die Kommentare und wir sehen uns wieder beim nächsten Video. Macht's gut. Tschüss.